Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Lukas Rössler. Heute geht es in dieser Session um den eben angesprochenen Traumjob, nicht mehr, nicht weniger. Und wie Sie oder wie ihr, wir sind in der Eventbranche alle per Du, deswegen in diesem Sinne auch, wie ihr hier zu diesem Traumjob auch vielleicht über die ESB Academy kommt. Ja? Als erstes mal ganz wichtig, was macht denn ein Eventmanager oder eine Eventmanagerin? Was muss der können, was muss die können und was ist so das Daily Business? Also eine Eventmanagerin muss kreativ sein, muss neue Ideen einbringen, um kreative Konzepte erstellen zu können. Das ist mal, deswegen steht das auch ganz oben hier auf meiner Slide. Dann natürlich das Thema, das jeder kennt und mit Eventmanagement auch am ehesten verbindet, ist natürlich auch die Organisation, das Planen von Events. Das ist ganz, ganz entscheidend natürlich. Die Finanzen als vierten Punkt. Man muss natürlich auch mit Geld gut umgehen können. Man hat meistens ein Budget zur Verfügung von einem Kunden, das man verwaltet, beziehungsweise muss man auch schauen, dass man Tickets verkauft. Man muss Sponsoren finden. All das ist natürlich auch wichtig. Das macht ein Eventmanager, eine Eventmanagerin natürlich auch. Dieser Job oder dieses Job Description ist sehr flexibel. Ja, das heißt, es ist kein klassischer, und das ist wieder das Gute aus meiner Sicht, kein klassischer 9-to-5-Job, sondern da geht es wirklich darum, auch mal am Wochenende zu arbeiten, am Abend zu arbeiten, wenn die Events stattfinden, aber dafür vielleicht am Montag mal auszuschlafen. Ja, wenn die anderen in die Arbeit gehen, dann liegt man gemütlich im Bett und denkt sich, schön war es am Wochenende. Ja, genauso geht es auch. Ein Eventmanager, Eventmanagerin muss gut kommunizieren, vernetzt sein, auch ganz, ganz wichtig. Ein Teamplayer sein, ja, weil man mit vielen zusammen nur dieses Event überhaupt bewerkstelligen kann. Also auch ganz, ganz wichtig, diese Teamfähigkeit zu haben. Und man muss den Daumen natürlich auch am Trend haben, ja, am Puls der Zeit. Was tut sich so im Musikbereich, im Kulturbereich, bei verschiedenen Acts? Man muss in verschiedenen Branchen sozusagen reinschnuppern können, im Modebereich natürlich auch, um hier auch dann dementsprechend gute Konzepte erstellen zu können. Schlussendlich ist der Eventmanager-Beruf für mich, den ich auch schon seit mittlerweile 15 Jahren ausführe, der coolste Job der Welt und ich habe es gut gewählt. Ja? Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert an der WU, konnte mit diesem Studium nicht viel anfangen, weil ich nicht der Controller-Typ bin und nicht der Buchhalter. Ich wollte immer was Kreatives machen. Und so ist irgendwie diese Marketing-Schiene und Event-Schiene dann genau das Richtige für mich gewesen zumindest. Ja? Jetzt gehen wir mal rein in diese Thematik weiter. Wo wird denn die Nachfrage nach Events steigen oder wird die überhaupt steigen? Ich habe ein paar Szenarien mitgebracht, ein paar Branchen, wo man das ganz deutlich in den letzten Jahren auch sieht, dass da ein kontinuierlicher Nachfrage hier entsteht. Ja? Also zum Beispiel natürlich im ganzen Konzert- und Festivalbereich. Wir haben den Kongressbereich, wo unglaubliche Kongresse hier entstehen, wo das Eventmanagement sehr kreativ mittlerweile durchgeführt wird. Der ganze Sportbereich, gerade wenn wir an Österreich denken, Wintersport, Sommersport, Tennis, Fußball, all das wird professionalisiert, auch im Event- und Erlebnisaspekt natürlich. Ein schönes Thema, was aus Amerika zu uns rüberschwappt, ist das Thema Wedding Planning. Ja, also wie professionalisiere ich oder wie mache ich aus meiner Hochzeit das einzigartige Erlebnis oder auch für andere dann als Wedding Plannerin. Auch das lernt man bei uns in unserem Lehrgang. Natürlich auch im Tourismus. Die Tourismusbranche boomt. Ja, auch da, weil wir letztes Jahr in Gastein auf Urlaub waren und da gibt es ein riesen Eröffnungsevent, natürlich auch wie Ischgl oder Obertauern und so, wo dann wirklich Hunderttausende von Euros ausgegeben werden, um hier auch dementsprechend für PR und auch Aufmerksamkeit auf das Tourismusgebiet zu lenken. Ja, der ganze Bereich der Hotellerie, Gastronomie, alles muss ein Erlebnis sein schlussendlich, ja, alles muss besonders sein, der einmalige Abend. Auch hier gibt es die Professionalisierung, die ganz klar bemerkbar ist. Und natürlich auch, und da blicken wir schon ein bisschen weiter in die Zukunft, diese ganzen Hybrid-Events, ja, wenn wir da die Virtual-Reality-Brille da im Freien da sehen, ja, in die Richtung geht es auch immer mehr. Ja, was ist real, was ist virtuell und wie macht man daraus ein Erlebnis? Ja, und darauf haben wir in unserem Lehrgang auch einen Fokus gelegt, um fit für die Zukunft zu sein. Das heißt, was kommen für Eventformen überhaupt auf uns zu und was können wir Neues wieder bieten? Um das geht es natürlich auch.
Ja. Auch sehr interessant für mich war, dass die Wirtschaftskammer Österreich letztes Jahr eine Evaluierung gemacht hat für die Eventbranche und eben 8,9 Milliarden erwirtschaftete Wertschöpfung aus dem Event, aus der Eventbranche errechnet hat. Das entspricht fast 3% der gesamten Wertschöpfung der österreichischen Wirtschaft. 3% immerhin. Ja. 140.000 Arbeitsplätze. Das entspricht 3,4% aller Österreicher. Ja, das ist so oft die Frage, die uns gestellt wird irgendwie, wie ist es, wie schaut es danach sozusagen aus? Ja, kriege ich einen Job? Wie sicher ist die Branche, wenn ich mich für diese Ausbildung auch entscheide? Ganz wichtig. Ja. Die Eventisierung boomt schlussendlich. Also wir haben die bekannten Branchen sozusagen, Eventarten, Partys und Clubbings, Marketing-Events, Sport, Musik, Kultur, Gastronomie. Wir haben eigentlich alles durchbesprochen, gerade vorher an den Bildern. Also diese Branchen sind händeringend bemüht, professionelle Eventmanager zu finden. Ja? Weil bisher war das so, dass das ein Learning by Doing war und dass man hier einfach am Job dann sich dieses Know-how angeeignet hat. Und jetzt gibt es professionelle Event-Ausbildungen, die einfach diesen Einstieg in diese Arbeit erleichtern. Da muss ich ganz kurz zurückblicken, sozusagen, warum ist es auch noch wichtig, Eventmanagement und Eventmarketing auch für die Zukunft zu haben und zu machen, auch gerade als Firmen, wenn wir jetzt von Marketing-Events sprechen. Ja, Firmen geben sehr, sehr viel Geld im Eventmarketing eben aus, um die Marke auch zu positionieren, um das Image und zu fördern, um den Verkauf und den Umsatz zu fördern. Und da geht es immer mehr in diese Richtung Low Reach, High Relevance. Das hat auch mit Social Media und den Apps zu tun, klarerweise. Das heißt, wir brauchen nicht mehr diese riesige Zielgruppe. Wir brauchen ein paar, aber genau die richtigen, mit einer hohen Relevanz, also die diese Marke wirklich lieben sollen. Und diese Streuverluste, die wir eben bei einer TV-Werbung vor 20.15 Uhr zum Beispiel haben, die sind enorm, die braucht niemand mehr. Das kostet Hunderttausende Euro. Die Zukunft liegt natürlich im Online-Marketing, Facebook, Google Ads, Instagram, all das spielt in das Event-Marketing schlussendlich rein, weil die Werbung, wer mag schon Werbung, ja, also jeder kickt die Werbung weg, keiner oder subbt im Fernsehen weg, Empfehlungsmarketing bleibt, ja, das, was wir über eine Marke auch lernen oder über ein Event, das bleibt uns bestehen. Und das wollen wir weitergeben, ja, und empfehlen das. Und wenn das von unseren Freunden kommt oder aus unserem Familienkreis oder beruflichen Umfeld, dann gilt das viel, viel mehr als eine Werbung. Ja. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, oder ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen jetzt diese Frage da in den Kopf kommt, warum sehe ich dann vielleicht so wenige Eventjobs ausgeschrieben? Ja. Einfache oder kleine Geschichte am Rande. Wir haben eine befreundete Eventagentur aus dem Bezirk Mödling, die Putz und Stingel, die hat letztes Jahr einen Projektleiter-Event-Job ausgeschrieben. Glaubt ihr, wie viele Leute haben sich dafür beworben? Wer hat eine Zahl parat? Ja, es waren, ich löse es gleich auf, 400. Ja. 400 Personen auf eine Position. Jetzt hat der Geschäftsführer zu mir, der Gerd Zaunbauer, zu mir gesagt, Lukas, sowas mache ich nie wieder. Ich schreibe nie wieder einen Eventjob aus, weil ich brauche allein eine ganze Woche, bis ich das alles durchgesehen habe. Ja? Das tue ich mir nicht an. Kannst du mir nicht aus deinem Lehrgang 2, 3 Leute empfehlen, die genau auf diese Jobdescription passen? Habe ich gemacht. Aus diesen 3 wurde einer gewählt. So läuft die Eventbranche ab in Österreich. Ja? Nur, dass Sie sozusagen einen Einblick bekommen, da läuft sehr, sehr viel über links oben Vitamin B. Ja, in dieser Branche, um mal reinzukommen, braucht man jemanden, der dich fördert, der einen Mentor, der Mentoring macht für dich, um dich überhaupt reinzubringen. Die wenigsten Eventjobs, um das nochmal zu sagen, sind irgendwo auf Karriere.at oder wo auch immer ausgeschrieben. Es gibt sie, wie wir vorher gesehen haben, zum Maß 140.000 Eventjobs in Österreich. Ja? Und wir bei der ESB Academy, wir haben einen besonderen Vorteil gegenüber wahrscheinlich allen anderen Ausbildern in Österreich. Wir haben nämlich seit mittlerweile 15 Jahren, wir kommen ursprünglich aus St. Gallen in der Schweiz und in Österreich auch schon seit 14 Jahren jetzt unterwegs, haben ein internationales Netzwerk aufgebaut mit mittlerweile mehr als 500 Partnern. 500 Partnern, das geht von FC Bayern München bis zu den BWP zum Beispiel, die Hahnenkammrennen machen, über Herwig Stracker, der hier in der Stadthalle das Tennis Erste Bank Open macht und so weiter und so fort. Also quasi
was Rang und Namen hat im deutschsprachigen Raum an Agenturen und Firmen in diesem Bereich. Und die schicken uns monatlich oder fast wöchentlich auch ihre Jobanfragen. Ja, habt ihr nicht jemanden aus eurem Lehrgang oder wisst ihr jemanden von euren Absolventen, die gerade einen Job suchen, könnt ihr uns jemanden empfehlen? Und das machen wir und so funktioniert die Eventbranche. Ja, Vitamin B, ja, aber das muss man halt nutzen. Um das auch ein bisschen mit Bildern auch zu untermauern, habe ich da auch ein paar Jobs, die wir halt auch vermittelt haben, hier einfach eingeblendet, also von ganz unterschiedlichen, von Doc Alex zum Beispiel, Matura-Reise, bis zu Event-Agentur-Jobs, Pioneers Festival, ja, ganz unterschiedliche ja, Success-Stories und Jobs, die wir auch hier vermitteln. Auch da unsere Absolventin Lisa Anderwald, die dann untergekommen ist bei einer Eventagentur, ja, die Vanessa dann bei der Krone zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt durchgehen, nur damit Sie auch sehen, dass ich da nicht heiße Luft spreche, sondern auch nicht die Mattea, die war nicht bei unserem Lehrgang, sondern der David Slomo, der das Lied für sie das zweimal geschrieben hat, der war zum Beispiel in unserem Eventmanagement-Lehrgang. Vielleicht hat er die Inspiration für diesen Song bei unserem Lehrgang gefunden. Vielleicht, ja. Aber, und jetzt zeige ich Ihnen gerne auch dieses Bild, ja, dieser kopflose Eventmanager. Warum sehe ich so viele davon? Ich frage mich das oft, in meinen 15 Jahren denke ich mir, wieso gibt es so viele kopflose Eventmanager? Und ich denke mir, oder meine Konklusion, mein Fazit ist, weil bei diesen kopflosen Eventmanagern, wie ich sie gerne nenne, der Überblick fehlt. Das eine. Das zweite, weil die Praxis fehlt. Sie haben zu wenig gesehen noch in der Eventpraxis. Sie haben vielleicht nur zu theoretisch das Ganze gelernt. Weil das Netzwerk fehlt, mit wem kann ich zusammenarbeiten, was ist mein Team dahinter, wer sind verlässliche Partner wie Caterer, Eventtechnik, Firmen und so weiter und so fort. Und auch, weil sie nicht gelernt haben, die Perspektive zu sehen, auch nicht in die Zukunft zu sehen, was kommt in 5 Jahren, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich zukunftsweisende Konzeptionen auch erstelle, wie kann ich überhaupt kreativ sein für die Zukunft, was ist gerade wichtig. Ja? Und das haben wir alles in unserem Lehrgang, dem Diplomlehrgang der ESB Academy, auch vereint. Zum Überblick, das ist unser Curriculum. Also das sind unsere Themen, unsere Seminare, die wir im Lehrgang auch behandeln. Ja, also von so Themen wie Eventmarketing, Erlebniskonzeption, Dramaturgie und Inszenierung, Kreativität. Also was hat Dramaturgie, Opern-Dramaturgie mit Eventmanagement zu tun? Auch spannend. PR natürlich, Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema dann Events 2.0, das ganze Thema mit den neuen Medien, Apps, Virtual Reality, Augmented Reality in Verbindung mit Event auch, strategische Planung, Finanzen, Eventrecht, Green Event auch ganz wichtig, Nachhaltigkeit in dieser Zeit ganz, ganz entscheidend, wie plane ich nachhaltige Events, Crowd Management, was passiert, wenn etwas passiert auf meinem Event, wie kriege ich die Leute raus, ohne dass eine Massenpanik entsteht, Sicherheitskräfte, Securities, Rettung und so weiter. Sponsoring, wie kriege ich Geld rein? Eventtechnik, Eventorganisation, Catering, Erfolgskontrolle, Präsentieren, wie präsentiere ich auch meine guten Ideen, auch vor einem Kunden zum Beispiel. Und dann haben wir noch eben spezielle Themen wie Wedding Planning und Music Business auch noch dabei. Ja? Das ist der Überblick. Praxis. Ganz, ganz wichtig. Wir stehen als ESB Academy für einen Lehrgang mit höchstem Praxiserfolg. Das hat uns auch die Wirtschaftskammer vor ein paar Jahren in einer Evaluierung aller Eventmanagement-Lehrgänge auch bestätigt. Wir wurden da sogar zum Sieger gewählt, ja, von allen Eventmanagement-Lehrgängen in Österreich, weil die WKO gemeint hat, wir sind am Praxisnächsten. Wir vermitteln das, was man wirklich braucht, ja, und nicht das 100. Sozusagen theoretische Buch in einer Uni. Nichts gegen eine Uni, ich war auch auf einer, aber im Eventmanagement ist das halt eher zweitrangig. Ja? Das sind ein paar und deswegen, wir organisieren sehr, sehr viele Praxiseinblicke durch sogenannte Backstage-Erlebnisse, wie wir es nennen. Ja? Da können wir wirklich am Eventtag oder am Tag vor dem Event zu diesem Event gehen und mit dem jeweiligen Eventmanager oder Eventmanagerin sprechen. Die führen uns durch. Ja? Das ist ein Auszug aus den letzten 2 Jahren, nur ein Auszug. Ja? Wir machen viel, viel mehr noch für unsere Teilnehmer. Das heißt, da können wir alle Fragen stellen, die wir eben haben. Zum Beispiel ganz, ganz cool war das Electric Love Festival, wo wir waren, Nova Rock, wir waren beim Tennis-ATP-Turnier in der Stadthalle, wir waren am Hahnenkamm, beim Hahnenkamm-Rennen bis zum Start, oben sind wir mit unseren Teilnehmern gewesen und
dieses Angebot ist auch kostenlos, ja? Also diese Backstage-Erlebnisse, weil das unsere Netzwerkpartner gratis machen. Die wollen auch einen Beitrag leisten für die Praxis. Ja? Man bekommt dann noch zusätzlich, so unter uns, dann noch gratis Tickets, kann sich das dann noch gratis das Festival anschauen und so weiter und so fort. Das sind diese Goodies, die halt on top noch dazu bekommen, die dann sehr nett sind. Das Wichtigste ist, dass man sehr, sehr viel sieht. Ja? Damit Sie sich oder ihr euch auch einen Blick oder einen Einblick machen könnt, wie es bei uns abläuft Backstage, ja, gibt es auf unserer Website www.esb-academy.at einen Menüpunkt, der heißt Backstage-Blog, und da sieht man, welche Events wir besucht haben und auch so ein bisschen ein paar Fotos dazu. Also schaut sich das vielleicht an auf www.esb-academy.at, da sieht man, was wir uns bisher angeschaut haben. Ja, Hahnenkammrennen vor 2 Jahren, schlechte Sicht, ja, aber wir waren trotzdem ganz oben. Genau, ja. Und das dritte Punkt, ja, warum kopfloser Eventmanagement? Weil das Netzwerk fehlt. Wir bieten das Netzwerk mit unseren 500 Netzwerkpartnern. Wir haben ein Job-Mentoring-Programm, wo wir auch den Einstieg in den Job erleichtern, weil wir wollen ja nicht nur eine Ausbildung und dann ein schönes Leben und vierte, ja, sondern wir wollen auch die Chance eben nutzen, unseren Teilnehmern auch den Einstieg in den Job zu erleichtern. Ja, internationale Top-Referenten, dadurch, dass ich persönlich auch nicht nur an der ESB sozusagen der Leiter bin und dort auch unterrichte, sondern eben auch an ganz verschiedenen Eventmanagement-Lehrgängen in Österreich und in Deutschland, versuche ich dort auch immer die besten Referenten, internationalen Referenten auch für unseren Lehrgang zu gewinnen. Deswegen haben wir auch da wirklich, wirkliche Top-Leute, wie Sven Klaassen aus München zum Beispiel, Roman Bertha aus der Schweiz, Thomas Gruber, der Geschäftsführer von DocAlex, ist dabei, Florian Weber, der Concept Solutions, die Technikfirma hat, mit dem Liveball gestartet hat, Song Contest Technik macht und so weiter. Philipp Gamper von den Swarovski Kristallwelten in Wattens, der Chef, Martin Pohler von WWP, der eben das Hahnenkammrennen macht und so weiter und so fort. Also ihr seht, nur das Beste vom Besten für euch, für unsere Teilnehmer, und wir wollen da schon auch das Netzwerk eben dementsprechend ausbauen. Und der vierte Punkt, den wir auch anbieten, Perspektive, wie entwickelt sich das Eventmanagement der Zukunft und was ist wichtig, wie muss man denken sozusagen. Da habe ich auch ein kleines Beispiel mitgebracht, das Nike veranstaltet hat vor 2-3 Jahren in Wien, Catch the Flash. Da ging es darum, um ein Hybrid-Event zwischen Online und Offline. Und da sieht man sehr gut, wie Events der Zukunft vielleicht funktionieren könnten. Aber ich möchte euch das am besten anhand dieses Videos zeigen. Herbst 2011. Nike brachte die Vapor Flash Jacket in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf den Markt. Eine Running-Jacke, die einzigartig ist, weil sie vollflächig reflektiert. Jeder Läufer, der sie anhat, ist sicherer unterwegs. Denn die Nike Vaporflash Jacket macht ihn im Dunkeln sichtbar. Und genau das wurde zu unserer Idee. Catch the Flash, die erste Jagd, die das Unsichtbare sichtbar macht. Online und gleichzeitig nachts in den Straßen von Wien. Am Start 50 Nike Runner in Vaporflash Jackets, die Flash Runner. Und halb Wien jagte sie auf den Straßen. Denn wer die meisten Flashrunner mit seiner Kamera blitzte und dabei ihre Rückennummern sichtbar machte, bekam als Gewinn einen 10.000 Euro Platin-Barren. Zeitgleich dazu jagte der Rest der Welt auf unserer Microsite. Denn die 50 Flashrunner übertrugen ihre GPS-Daten mit einer App in Echtzeit in das Catch the Flash Online-Game. Hier waren alle im Vorteil, die mit Nike Plus trainiert hatten, denn sie bekamen einen schnelleren Läufer im Online-Game. Eine Cross-Promotion mit dem Radiosender Krone Hit verbreitete Catch the Flash in ganz Österreich. Mit meiner Kollegin Bianca Schwarzeck, die jetzt gerade läuft in Wien, um nicht geblitzt zu werden. Catch the Flash. Jetzt gerade in diesen Minuten ist der Lauf. Spieler der österreichischen Fußballnationalelf spielten online mit, posteten ihre Erfolge auf Facebook und waren so abgelenkt, dass sie tags darauf mit 1:2 in der Ukraine verloren. Die Online-Gamer verbrachten im Schnitt 24 Minuten auf der Microsite, während halb Wien 90 Minuten lang live durch die City jagte.
Catch the Flash machte die Nike Vaporflash Jacket sichtbar. Für die Läufer in Wien, für die Spieler der Online-Jagd und weltweit für alle Verfolger von Blogs und Tweets. Genau, das hat Nike gemacht, zum Beispiel, also da ein klassisches Hybrid-Event der Zukunft zwischen Online und Offline. Genau diese Trends versuchen wir auch sozusagen in der ESB Academy aufzuspüren, in welche Richtung geht's und dann die Inhalte dementsprechend auch anzupassen. Also ganz wichtige Online-Inhalte, ganz wichtige Offline-Inhalte, diese zu verbinden. Ja? Und dann komme ich jetzt schlussendlich jetzt wirklich zu unserem Diplom-Event-Manager-Lehrgang ESB. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, um was geht es da? Ja? Was bieten wir an? Wir haben drei Standorte, Wien, dann Linz und Westösterreich mit Salzburg und Tirol. Wir sind sehr spezialisiert bei der ESB Academy. Das ist ein Vorteil, wir haben nur diesen einen Lehrgang. Ja? Wir sind kein WIFI, wir sind kein BFI mit 200 oder mehr Lehrgängen. Wir haben einen, ja? und das ist unser Herzblut und da investieren wir ganz, ganz viel an Weiterentwicklung und an Qualität da rein. Ja? Der Lehrgang ist berufsbegleitend und dauert 16 Monate. Was heißt berufsbegleitend? Das bedeutet nicht, dass man unbedingt einen Beruf ausüben muss, sondern dass die Seminare Samstag und Sonntag stattfinden, circa einmal im Monat. Also jedes Monat ist ein Seminar in diesen 16 Monaten. Also der Aufwand, der zeitliche, ist sehr überschaubar. Deswegen ist es auch berufsbegleitend oder studienbegleitend durchaus machbar. Ja? Einzige Kriterium sozusagen, wir nehmen auch nur 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Lehrgang Start auf. Wir starten zweimal im Jahr, im Mai und im November, weil, und warum nur 15 ist die Frage vielleicht, weil wir eben genau das, was ich vorher gesagt habe, mit dieser persönlichen, mit diesem Job-Mentoring, mit dieser persönlichen Betreuung, individuellen Betreuung auch garantieren wollen. Ja? Wir sind eben keine riesengroße Uni, sondern bei uns geht es sehr familiär, sehr individuell zu. Und das ist das Gute. Wir sind sehr praxisorientiert, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt und auch in verschiedenen Beispielen auch gesagt. Praxis geht bei uns über alles. Theorie ist auch wichtig, haben wir viel dabei, aber der Praxisaspekt ist das Wichtige. Wir sind international anerkannt, dadurch, dass wir auch aus der Schweiz einen Schweizer Sitz haben, dass das Netzwerk der ESB im ganzen deutschsprachigen Raum auch arbeitet und wir sind auch seit mittlerweile 2,5 Jahren NÖZERT zertifiziert. Die Zertifizierung nach NÖZERT gilt österreichweit, auch in Wien natürlich, und ist eine der allerhöchsten Zertifizierungen für Weiterbildungsinstitute. Das heißt, es ist gut, nicht nur für uns, dass hier die Qualität bestätigt wird, auch von staatlicher Ebene, sondern ist auch gut, wenn Sie wegen Förderungen ansuchen. Ja? Das heißt, unsere Lehrgänge werden auch dementsprechend gefördert. Netzwerkorientiert habe ich auch schon besprochen und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wo ist denn eigentlich die ESB Academy Schule oder wie? Ja? Die gibt es nämlich nicht. Ja? Auch da wieder besonders. Wir sind auch da praxisorientiert. Wir machen die Seminare dort, wo die Events stattfinden. Das heißt, jedes Seminar findet in einer anderen Event-Location statt. Ja? Dort, wo eben Events stattfinden. Auch da nicht wieder beim WIFI in irgendeiner Schule drinnen, sondern wir gehen raus und zeigen unseren Teilnehmern gleich, wo die Events stattfinden, organisieren auch gleich eine Führung in dieser Location, damit man sich das auch besser vorstellen kann und sind eben auch dort, wo die Praxis wieder ist. Dauer 16 Monate habe ich schon erwähnt. Ja, das sind ein paar unserer Locations, wo wir mit unserem Lehrgang sind. Ja, also das betrifft jetzt den Westlehrgang im auf der linken Seite und den Wiener Lehrgang auf der rechten Seite. Wir haben zum Beispiel auch extra dazugenommen vor 3 Jahren eine Wedding-Location, auch mit den Freigutalern, das ist am Rande von Wien, im Bezirk Mödling. Ja? Und als Rapidler natürlich muss man natürlich ins Allianz-Stadion gehen. Ich entschuldige mich bei allen Austrianern hier im Raum. So viele können es nicht sein. So, und der Ablauf. Wenn man sozusagen jetzt noch keine Erfahrung hat im Eventmanagement, keine Vorerfahrung und nicht im Eventbusiness gearbeitet hat, dann gibt es etwas vor dem Diplom-Lehrgang, wo man sich quasi qualifizieren kann dafür, nämlich das ist der Basic-Lehrgang, ein 3-tägiger Intensiv-Lehrgang, der ungefähr 4 Wochen vor dem jeweiligen Start des Diplom-Lehrgangs stattfindet. Und der ist eben wichtig, um sozusagen allen Quereinsteigern da die nötige Praxis und Theorie auch zu geben, um dann für den Diplom-Lehrgang auch fit zu sein.
10 Präsenzseminare habe ich schon erwähnt und 6 Online-Video-Webinaren. Also diese Video-Webinar-Sessions, die finden dann in den Monaten statt, wo es einfach schwierig ist, die Leute zusammenzubekommen, in den Semesterferien, in den Sommerferien, um da einfach auch dieses flexible Lernen online, wo auch immer auf dieser Welt ihr gerade seid, zu ermöglichen. Ja, die Seminare sind Samstag, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Wir haben auch immer Lehrhefte natürlich dabei zu jedem Seminar. Bei 2/3 der Lehrgangszeit gibt es dann eine Zwischenprüfung. Das ist eine einstündige Klausur über alle Themen, die bisher stattgefunden haben. Und zum Schluss auch da wieder unsere Diplomprüfung und wie man zum Diplom gelangt. Das ist auch wieder ein großer Praxisbezug. Nämlich wir machen es jedes Jahr sozusagen und zweimal die Arbeit und suchen einen realen Auftraggeber, ja, eine reale Eventagentur zum Beispiel, die unseren Teilnehmern ein reales Eventbriefing gibt und darüber ist dann von jedem unserer Teilnehmer auch ein Eventkonzept dann zu verfassen, das er schlussendlich auch dann vor der Kommission präsentiert. Auch da keine klassische theoretische Arbeit, keine theoretische Diplomarbeit, sondern wieder ein Praxisbeispiel. 30 Seiten Diplomkonzept und das wird dann, da gibt es dann auch gleich Feedback auch vom Auftraggeber. Das Coolste ist dabei, dass dadurch auch sehr viele Jobs und Events auch entstanden sind. Ja, zum Beispiel WWP, wir hatten das die Kids Race Party vor 2 Jahren ausgeschrieben von WWP. Budget wirklich in Realität 1 Million Euro, das ist das immer, was man dann sieht mit Arnold Schwarzenegger und so weiter. Und 3 unserer Absolventen haben so starke Ideen in ihren Abschlussarbeiten geliefert, dass sie dann eingeladen wurden von WWP, da mitzuarbeiten, dass diese Ideen wirklich sozusagen von der ESB-Prüfung bis zum Arnold Schwarzenegger gekommen sind. Das hat uns natürlich auch wieder extrem gefreut. Und so ist es in der Realität auch. Wir hatten jetzt auch ein Föstalpin-Event zum Beispiel, da hat uns die Agentur jetzt auch gebeten, 3 Ideen von unseren Teilnehmern auch zu übermitteln und die wurden einbezogen dann auch, um jetzt diese Ideen auch umzusetzen. Also aus der Ausbildung direkt rein ins Arbeitsleben. Ja, mit Praxisprojekten, Exkursionen. Ja, Kosten tut das auch was, weil wir eben nicht staatlich, sondern privat sind, ja, und keine Uni, sondern ein Diplomlehrgang mit 260 Euro im Monat müsste es aber machbar sein. Für Studenten und Arbeitslose gibt es die Ermäßigung dann um 240 Euro pro Monat. Ja. Durch diese Förderungen des CERT kann man das auch noch einmal ganz schön drosseln auf 50%, wenn man die richtige Förderung auch dann erwischt. Wann würde es jetzt losgehen für euch, wenn ihr jetzt sagt, das klingt spannend für mich? Ja? Wir starten im Mai, haben dafür noch Plätze. Ich glaube, nach dem heutigen Tag, wir sind draußen auf B01 im Stand, viele Anfragen schon bekommen. 5 Plätze haben wir, glaube ich, noch frei, wenn ich da richtig liege, für Wien. Für Linz und Salzburg gibt es noch ein bisschen mehr. Und für diesen Basic-Lehrgang, dieser 3-tägige, der sozusagen vor dem Diplom-Lehrgang steht, da habe ich Ihnen die Termine auch nochmal aufgeschrieben. Die gibt es da eh noch auf der Website natürlich auch. Der kostet 690 Euro für diese 3 Tage. Ja? Und zum Abschluss möchte ich noch sozusagen eine unserer Absolventinnen kurz sprechen lassen, wie sie sozusagen zur ESB gekommen ist und wie sie den Lehrgang empfunden hat. Vielleicht noch die letzten 40 Sekunden, die Gassi. Das Netzwerk, was die ESB Academy uns auch verspricht und dass man nicht nur in einem Seminarraum sitzt und Input bekommt, sondern dass man mit diesem Input auch aktiv arbeitet und aktiv daran teilnehmen kann und mit anderen darüber diskutieren kann im Kurs. In Salzburg bei Recreation, das ist eine Eventagentur und da habe ich die Position Eventassistentin. Du hast ein Riesennetzwerk, du bist einfach bei Locations, wo du sonst nicht hinkommst und das ist für die Arbeit dann natürlich auch von Vorteil, weil du die Locations schon kennst im besten Fall und einfach diese Praxisnähe, die die Vortragenden dann auch immer mitgeben, weil sie halt direkt also diese großen Events organisiert haben oder in diesem, also dieses Standbein halt schon haben und das ist halt sehr wertvoll, das hast du nicht oft, das hast du in keinem, also habe ich noch nie in der Form gesehen eigentlich.